World Ultimate and Guts Championships. Team Inside, presented by Allianz. Es ist, ist ganz anders wie bis jetzt, als ich Captain war bei Freespeed oder so, wo man wirklich noch viel mehr Verantwortung hat. Jetzt bin ich wirklich nur fürs Spiel und zwar nur für einen Teil des Spiels zuständig, mit auch viel Hilfskräften. Wir haben einen Coach, wir haben zwei Spieler, die gar nicht spielen. Das macht mega viel aus. Es ist mehr wie der Captain, wie man im Fußball kennt, wahrscheinlich, wo einfach das Team ein bisschen mehr mit dem Einsatz feiern soll. Vielleicht er muss sich gar nicht mal besonders abheben. Er muss einfach in einer gewissen Situation da sein für das Team. Und ich denke, viel mehr muss ich gar nicht machen momentan und es läuft auch. Wir sind gerade auf dem Weg ins Captain's Meeting. Die anderen sind noch am Footing machen, ein bisschen am Einwärmen, am Schieberle, englische Wetterbedingungen kennenlernen. Und ja, es mag gespannt, wer dort am Captain's Meeting so kommt. There's no overtime rules around timeouts. It's two timeouts per team per half. Also ich bin Spirit Captain für die Schweizer Nationalmannschaft hier in London. Und meine Aufgabe ist vor allem zu schauen, falls etwas passieren würde, was nicht zum Spirit of the Game passt, was nicht gut ist, dass wir dann richtig reagieren, dass beide Teams wissen, was ist gut war, was ist nicht gut war nach dem Spiel. Solche Sachen ist meine Aufgabe. Und Kommunikation mit dem Spirit Captain vom anderen Team. Genau, das sind meine Hauptaufgaben. Jetzt kommen wir gerade aus vom Spirit Captains Meeting. Genau. Und ja, jetzt haben wir gehört, was ganz wichtig ist am Spirit Captain und was dem seine Rolle ist. Wo dass er eingreifen darf und wo dass er nicht unbedingt eingreifen sollte. Und ja, es ist wichtig gesehen, noch einmal zu hören, dass man eben auch eine wichtige Person ist vom Team. Es ist nicht so, dass wir keinen Schiedsrichter haben, sondern es ist eigentlich jeder ein Schiedsrichter auf dem Feld. Und das bedeutet, dass wir die Regeln einerseits wirklich gut kennt. Also jeder kennt sie und jeder weiß sie auch anzuwenden. World Ultimate and Guts Championships. Team Inside, presented by Allianz.